Die Vorbereitungen für die Lichternacht in Münster-Wolbeck am kommenden Samstag laufen auf Hochtouren. So gipste der Vorstand des Gewerbevereins Wolbeck am Wochenende extra alte Bäume ein. Sie sollen vor jedem teilnehmenden Geschäft aufgestellt und individuell geschmückt werden. Zusätzlich lohnt sich nicht nur für Kinder ein Abstecher zum Parkplatz an der St. Nikolauskirche. Dort wird eine mit Kohle und Dampfkraft betriebene Eisenbahn fahren. Unter dem Motto »Schöne Dinge für die Sinne« stellen sich zusätzlich um die 30 Geschäfte und Vereine mit unterschiedlichen Aktionen vor. 33 Gewerbeinstitutionen und Vereine präsentieren ihre Sachen, was sie anbieten. Der Highlight ist vielleicht, oder einer der Highlights ist vielleicht, dass die katholische Kirche sich mit einbringt. Da wird es einen Ort der Stille geben, Meditation, innehalten, gerade wichtig, finde ich, so kurz vor der hektischen Advents- und Weihnachtszeit. Wolbecks Geschäfte haben ihre Türen von 14 bis 22 Uhr geöffnet.